Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5. Jo, beim letzten Mal haben wir uns hier ein bisschen durchgeprügelt und die Abszesse da hinten verdroschen und jetzt müssen wir noch zu diesem riesigen Dämon, der da am anderen Ende der Welt auf uns wartet. Aber vorher müssen wir hier offenbar runterfallen. Das war nicht beabsichtigt. Perfekter Start. Ja. Also ich habe seit dem letzten Mal im Übrigen hier so gut wie gar nichts gemacht. Sage ich schon mal im Voraus. Da hinten will ich einmal hin. Das XP für all meine Dämonen. Und hier ist Geld. Also ich will ja eigentlich generell alles erkunden. Da ist zum Beispiel Mitama für Geld. Da ist ein Kampf. Doch nicht. Aber Vitalitätsräucherstäbchen sind auch willkommen. So, Kampf ist auch schon vorbei. Bam, Mitama. Okay, wo will ich denn jetzt eigentlich lang? Erstmal will ich zu dem Mii-Mann hier. Danke für deine Glorie. Die wollen immer eingesammelt werden. Auch wenn sie es eigentlich nicht wollen. Sie wissen es halt nur noch nicht. Mal gucken, wo wir lang wollen. Also ich weiß, eigentlich wollen wir da oben hin. Wo auch der Drachenlinienquell ist. Aber wir wollen ja auch ein bisschen hier alles sehen. Wenn ich alles ausgemache, ist ja langweilig. Den ignoriere ich mal. Leuchtet hier denn so schön? Eine Gibbon-Gitarre. Ach, das Ding, was ich sammeln sollte, ne? Die liegen hier also in irgendeinem Eck rum. Und da kam ich, glaube ich, gerade eben. Die Skopandas müssen wir nicht bekämpfen. Die waren mal ein Zwischenboss. Die hauen mittlerweile eh von mir ab. Okay. Hier ist ja tot der Use. Muss mal kurz gucken, wie komme ich denn da hinten hin? Einfach so von der Karte aus gucken. Ach, ich muss so oder so da oben hin. Okay, gut zu wissen. Ja, dann ist der Weg ja klar. Niemand? Hallo? Versteckt sich keiner? Das wäre so ein typisches Eck dafür gewesen. Ja, spawn in mir. Bin ich auch mit einem verstanden. Und wieder ein Räucherstäbchen. Nein. Ich will das nicht. Schön, dass der Succubus so eine tiefe Stimme hat. Voll antörend. Sind ja so diese Verführungsdämonen. Hallo. Von dir habe ich letztens eins versklavt. Ah. Ich brauche gerade nicht abspeichern. Da brennt es. Ich muss bestimmt einen Umweg deswegen machen. Well. Ich kann da auch nicht durch. Wahrscheinlich muss ich irgendwie so einen Fluss drauf laufen lassen. Okay. Ich soll einen Weg finden, ne? Und dann breche ich jetzt auch auf. Ich suche nach ihm, keine Sorge.
In die Richtung wollte ich eh. Da hinten ist auch ein Glorienkristall. Und für einen Glorienkristall bin ich halt immer zu begeistern. Ne, meine kleine Freundin. Will ich hier überhaupt runter? Ne, da unten war ich ja. Oh, hallo Danzai. Ne, Ichiro. Obwohl beides ist richtig. Ja. Nicht nervös sein, du schaffst das schon. Muss nur ganz fest an dich selbst glauben. Ohne Selbstvertrauen klappt gar nichts. Wo kann ich hier rein, laut Karte? Hier oben ist was. Oh, da ist eine Kiste. Die ganz merkwürdig steht. Generell ist das Eck hier merkwürdig aufgebaut. Ach, diese komischen Sternköpfe wieder. Ich komme hier auch wieder hoch. Okay. Dann kann ich ja hier unten einmal kurz gucken. War ja klar, dass hier ein Niemand ist. Kannst auch mal was Nützliches ausgraben. Ach, Glorie, ja. Ist da irgendwas? Scheint nicht so. Okay, ich will einfach nur gleich nicht runterfallen, sehe ich gerade. Hier unten ist nämlich sonst weiter nichts. Ist halt immer gut, alles abzusuchen. Bei diesem Spiel. Diese Mimans hocken manchmal in den blödesten Ecken. Ich gucke natürlich auch nochmal von oben rein. Ach, da wäre nur Geld gewesen. So, den Glorienkristall, den will ich natürlich. Die große Frage ist, wie ich gerade da rankomme. Ich kann nicht fliegen, Leute. Ich wünschte, ich könnte es. Dann wäre mein Leben leichter. Ich kann von hier oben wahrscheinlich einfach da reinspringen, oder? Ja, ich kann von hier aus einfach in den Glorienkristall reinhüpfen. 80 Glorie, jawollo. Jetzt muss ich hier den Weg wieder zurück. Hier unten ist auch nichts. In der Glorienkristall, der war ja geschenkt. Der war mehr als nur geschenkt. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Hast keinen Weg gefunden, ne? Was nennst du Proto-Scheusal? Hä? Ein Mensch mit einer Offiziersmütze? Okay. Muss wahrscheinlich noch weiter in die Richtung, ne? Ja. Ich warte mit der Glorie mal, bis ich bei der einen Abszesse war, die man über die Karte sehen konnte. Ja, geh du dich erholen. Du hast offenbar ein schweres Leben. So, natürlich gehen wir jetzt erstmal hier gucken. Was finden wir hier denn Schönes? Viecher, die mich verprügeln wollen, aber es nicht schaffen, weil sie so doof sind. Ha! Da ist ein Megadämon. Aber zum Glück nicht feindlich gesinnt, sondern freundlich. Der will mich nicht verprügeln. Was bist du? Ich bin Moloch. Okay. Wahrscheinlich ist das auch nochmal so ein Boss. Als ob hier nichts ist. Kein Miemann, nix. Willst du mich doch verkohlen?
Hier ist halt einfach nix. Hier ist nur dieser Mini-Boss. Den ich erst so kurz vor Ende der Ebene hier freischalte wieder. Ach, lasst mich doch. Also der redet halt auch gerade wie dieser Belphegor auf dem einen Berg. Ich käme bestimmt von hier oben da dran. Das sehe ich. Aber ich würde gerne erstmal einen weiteren Teleportpunkt finden. Nee, nicht automatische Heilung. Glorie mitnehmen. Da unten wartet irgendein Boss. Nochmal 80 Glorie. Da vorne ist der nächste Teleportpunkt. Ich komme hier, glaube ich, normal nicht wieder hoch. Die Frage ist, will ich jetzt eher den Teleportpunkt oder hier unten das Zeug? Also wenn, muss ich, glaube ich, von hier aus runter. Wartet, einmal kurz auf die Karte gucken. Ja, müsste dann, bin von hier aus runter. So, da, das wäre dann jetzt wohl geklärt. Hier einmal runter. Dann erkunden wir hier jetzt erstmal. Da ist ein Mii-Mann. Den nehmen wir mit. Ich habe 224 Glorie. Was auch immer ich mit dem nächsten Abszess freischalte, ich kann es direkt holen. Ist hier was? Nö. Ah, da ist auch ein Drachenlinienquell. Aber darüber wäre ich auch nicht hingekommen. Ja, zur Not glaube ich gleich den Weg aber nochmal. Ist hier unten irgendwas? Nur irgendwas, was sie ausgräbt. Nicht runter, würde ich mal sagen. Wir wollen ja eher das Zeug haben, was hier oben ist. Sieht nicht so aus, als ob da unten niemand wäre. Ich wollte nur mal sicherheitshalber gucken. Sehe schon, wie ich da dran komme. Ach, man käme auch von hier aus hier hoch und runter. Und hier war ich, glaube ich, zu Anfang, oder? Und kam einfach nicht hin. Dann haben wir ja wenigstens alles eingesammelt. Lass die Troller jetzt in Ruhe. Nein. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Hier war doch, meine ich, was. Oder habe ich das noch falsch in Erinnerung? Hier kam man nicht hoch. Hier war der Mii-Mann, an dem man nicht dran kam. Hab ihn. Und nicht 15. Ja, ich kann mir wieder was holen. Was ich wahrscheinlich niemals brauche. Ja, schön, dass du da bist. Der Kampf war so schnell vorbei, wie er angefangen hat. So, die beehre ich gleich mit meiner Anwesenheit. Jetzt will ich erstmal hier gucken. Ich bin ausgewichen, ha!
So, Level Ups für alle! Ich habe mir übrigens auch diesen Belphegor mal geholt. Okay. Eine Essenz von ihm. Ach, Mana-Entzug. Ja, du bist ja hauptsächlich so ein Allmachtstyp, ne? So, der hat noch ein Level abbekommen. Aus dem anderen, was ich letztes Mal geholt hatte, hatte ich den Belphegor gemacht. So, und jetzt brauche ich noch mal einen kurzen Moment, um da oben wieder zu sein. Bis gleich. So, bin auch schon wieder hier oben. Ging recht schnell. Jetzt will ich nämlich hier von der Brücke springen. Ich weiß, ich habe noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt, aber es ist zu spät. Ah! Ich hab den einfach nicht gesehen, ne? Den sieht man aber auch so beschissen hier. So. Kadaverkaverne, ich will abholen, was ich abholen kann. Welcome. Hey, not bad. Lebensreiche Stäbchen, alle Stäbchen. Ich kann einen Dämon richtig hart boosten. Es gibt in die nächste Belohnung. Donnervogel-Essenz brauche ich überhaupt nicht. So, ich habe schon so viel Glorie. Ich mache einfach, dass die Level-Ups von meinen Dämonen jetzt mehr bringen. Wartet, nicht Essenzfusion, Wunder lernen. Ich habe ja letztes Mal diese Gebete hier auch noch bekommen. Dann haben die mehr Beweglichkeit und mehr Glück. Und das ist eigentlich recht gut, weil sie dann eher ausweichen und mehr Crits machen. Nach jedem Level-Up. Und das Safe. Warum sollte ich mich dagegen beschweren? So, hier ist doch auch noch was. Ich sag nicht, ich hätte hier einfach wieder hochklettern können. Gut, hätte ich nicht. Hier scheint sonst jetzt nichts weiter zu sein. Außer eine Trolle, die mit mir reden will. Haben wir noch ein Stäbchen verpasst. Und jetzt habe ich hier als nächstes meinen Job. Da hinten sehe ich auch schon die Abszesse. Da will ich ja hin. Ja, Leute, hier mache ich dann jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo dalassen, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!